Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein Aufgebraucht-Video für dich. Mein ganzer Tisch hier steht voll. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist so, dass ich meine Aufgebraucht-Videos nicht unbedingt jetzt monatlich drehe oder so. Ich sag mal so 6 bis 8 Wochen oder so ist immer so ungefähr der Rhythmus. Es gibt auch eine Verlosung in diesem Video, was es zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst und so weiter. Das kommt alles im Laufe des Videos. Ich habe das Ganze so ein bisschen kategorisiert und würde einfach sagen, ich fange an mit den Haaren. Genau, das mache ich. Als erstes habe ich hier von Hair Doctor den 2-Phasen-Thermo-Conditioner. Den hatte ich in einer Foxy-Box, glaube ich, mit drin. Den fand ich ganz gut, den hatte ich auch schon mal. Das ist ein Produkt, also ich brauche immer irgendwie ein Produkt, was ich mir, nachdem ich geduscht habe, in die Haare reinsprühe. Dann föhne ich mir die Haare oder ich lasse sie Luft trocknen und erst wenn sie trocken sind, werden sie bei mir gekämmt. Und wenn ich sowas nicht verwende, dann komme ich einfach nicht durch meine Haare durch. Ich weiß nicht, sie sind einfach sehr, sehr lang. Man sieht es hier ja wahrscheinlich, die Zotteln hängen hier so rum. Ich habe mir die übrigens letztens selber geschnitten, ne? Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war und so gut, aber es ist ein gutes Stück abgekommen tatsächlich. Und ich glaube, so ein Stück habe ich mir abgeschnitten. Ja, man tut, was man kann. Genau, auf jeden Fall. Den Duft von diesem Thermo-Conditioner von Hair Doctor mag ich nicht so gerne, aber den Effekt mag ich sehr gerne. Ich finde, dass das auch die Haare schon so ein bisschen pflegt und deswegen ein gutes Produkt, ist aber ein bisschen teurer. Also, ich weiß nicht, sonst habe ich halt auch gerne die von Glisscur. Die pflegen meine Haare ebenso und machen sie ebenso geschmeidig, dass ich halt auch durchkomme beim Kämmen oder so. Deswegen, ob so ein teures Produkt sein muss, sei jedem selbst überlassen. Dann habe ich hier eine Kombi verwendet, Shampoo und Spülung von Fructis Garnier, das ist dieses hier mit Aloe Vera, das Hairfood, Shampoo und das war jetzt Feuchtigkeit, genau. Hat mir beides sehr, sehr gut gefallen, hat gut geduftet, hat die Haare auch schön gepflegt und mit Feuchtigkeit versorgt. Ich finde, dass sie jetzt auch ein bisschen mehr Glanz haben, als sie sonst manchmal haben. Jetzt habe ich hier so eine Kante drin, da kommen wir gleich zu. Hat seinen Job gut erfüllt. Würde ich nachkaufen tatsächlich, ob es Aloe Vera sein sollte oder ein anderer Duft, keine Ahnung. Aber Aloe Vera fand ich jetzt eigentlich ganz gut, weil hat Feuchtigkeit gespendet, hat gut funktioniert und nicht beschwert oder so. Hat sich ganz gut angefühlt. Kommen wir zu der Kante in meinen Haaren. Da habe ich hier von Invisibobble die Get in Shape Invisibobble aufgebraucht. Also das letzte habe ich jetzt quasi gerade aus meinen Haaren rausgenommen, aber es ist ja noch in Anwendung. Die leiern bei mir immer mal wieder aus. Dann kommen die so in ein Wechselbad, heißes Wasser, kaltes Wasser, ne, damit die sich dann halt wieder so ein bisschen zusammenziehen. Aber irgendwann sind die Moleküle in diesem Produkt dann ja so zerstört, dass sie auch irgendwann gebrochen sind, in Anführungsstrichen. Das ist ja, kannst du ja unter dem Mikroskop angucken, ich habe kein Mikroskop. Irgendwann kriegst du die halt nicht mehr, dass sie sich zusammenziehen und dann kommt das Invisibobble halt weg. Bei mir ist es so, dass ich die nicht so benutze, dass sie irgendwann reißen, sondern die sind irgendwann so ausgeleiert, dass ich einfach keine Frisur mehr damit hinbekomme. Also kein Hintenbommel, kein Obenbommel, kein Seitenbommel, kein Bommel mehr. Und ich kann die jetzt nicht unbedingt verwenden, um mir so einen Pferdeschwanz zu machen. Also wenn ich mir das reingefriemelt habe, um mir einen Pferdeschwanz zu machen, ist es okay. Dann hat es auch eine ganze Weile gedauert, dass ich das hingekriegt habe. Und wenn ich dann aber diese Invisibobble-Geschichte rausnehmen möchte, ist es ein bisschen schwierig, weil die sind ja so telefonkabelmäßig, ne? So halt so wellig. Und das kriege ich dann nicht so gut ab. Das ist ein bisschen blöd. Invisibobbles sagen ja auch eigentlich immer, dass sie verhindern, dass man so eine Kante in die Haare kriegt. Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich habe das halt immer, dass ich so eine Kante in den Haaren habe. Also nee, gar nicht verhindernd. Hallo Flugzeug. Genau, aber ich habe da noch einige Backups von. Ich mag die auch lieber als die günstige Variante, weil die hier einfach haltbarer sind und einfach länger in Form bleiben, sage ich mal. Und sich länger auch wieder in Form zurückführen lassen. Ja, deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Das war jetzt in der Shapebox dann, glaube ich, mit drin oder mal in der Pinkbox. Jeden Dienstag und jeden Freitag verwende ich eine Haarkur, die ich witzigerweise hier scheinbar gar nicht drin habe, weil ich sie nicht leer gemacht habe. Weiß ich gar nicht. Merkwürdig. Okay, ist dann wohl noch unter der Dusche. Ja, ich habe doch so einen großen Pott. Genau. Aber dann dienstags und freitags verwende ich halt auch immer ein anderes Shampoo als das, was ich an den anderen Tagen verwende. Einfach damit die Haare auch so ein bisschen Abwechslung bekommen. Das brauchen die auch, damit die sich nicht zu intensiv an das Shampoo gewöhnen, nicht zu schnell nachfetten und dann halt auch die Wirkung des jeweiligen Shampoos erhalten bleibt. Das ist auch so ein kleiner Hack, den ich euch mit an die Hand geben kann. Da habe ich hier dann
an Dienstags- und Freitagstagen hier von L'Occitane dieses Shampoo Essential Oils. Fünf Essential Oils, keine Ahnung. Dieses Produkt hier leer gemacht. Ich nehme halt für diese Dienstag- und Freitag-Geschichte dann immer so kleinere Shampoos. Das ist bei mir immer eine ganz gute Geschichte, weil die dann auch immer irgendwann auch leer gehen und so und nicht so viel Platz in der Dusche halt auch einfach wegnehmen, weil ich habe da nur so ein kleines Fach, wo meine ganzen Sachen draufpassen müssen. Und ja, das war ganz okay, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, würde ich mir jetzt aber nicht nachkaufen. Das war halt auch irgendwie mal irgendwo, weiß ich nicht, in einem Tauschpaket oder so hatte ich das auch mal mit drin. Weiß ich nicht. Genauso ist es hier mit diesem gewesen, System Professional Balance Shampoo. Das fand ich aber in dem Sinne ganz gut. Das hatte ich im Adventskalender, deswegen ein Klebi drauf. Das hat nicht gut gerochen. Das hat eher so nach frisch vom Friseur gerochen. Nicht so blumig, fruchtig, wie ich das gerne mag. Ja, halt einfach ganz langweilig, sage ich mal. Aber der Duft, ja, war halt wie beim Friseur. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich mag den Duft in Grunde ja, aber eigentlich auch nicht, weil ich eher so der fruchtige Typ bin. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also ne, das fühlte sich dann auch alles sehr gepflegt und sehr toll an. Also das mochte ich auch lieber vom Duft her als das von L'Occitane, weil das halt noch ein bisschen sanfter war, ein bisschen pudriger vom Duft her. Von der Pflegewirkung her fand ich das ja auch deutlich besser. Da hat sich die Haarstruktur auch etwas besser angefühlt. Also ich hatte weniger Frizz und die Haare waren genährter als jetzt von dem von L'Occitane, aber ich glaube, das ist auch schon deutlich teurer. Dann habe ich so eine kleine Spülung leer gemacht. Ich war ja tatsächlich Anfang März, also kurz bevor die ganze Geschichte mit Ausgangssperre, Kontaktverbot und so weiter anfing, waren wir noch auf einer Teamreise, auf einer Geschäftsreise in der Nähe von Berlin, in der Nähe von Potsdam. Und da werdet ihr hier noch ein paar andere Sachen sehen. Da waren wir in Goldsoo. Das ist wirklich in der Nähe von Potsdam. Das ist so ein relativ kleines Kaff. Und ja, da haben wir halt einen Ausflug gemacht. Ja, und ja. Da waren wir halt in einem Hotel und da habe ich halt zugesehen, dass ich mir relativ kleine Produkte mitgenommen habe oder eben Proben. Und da habe ich hier zum Beispiel auch die Balea Winterspülung It's a Magical Time aus dem Adventskalender mitgenommen. Und hinten drauf habe ich mir tatsächlich auch noch was drauf geschrieben. Duft wie Zuckerwatte, irgendwie cool, keine Knötchen. Ja, also das ist halt nett, ne? Aber langzeitmäßig kann ich da halt natürlich nichts zu sagen. Ja, war halt sehr, sehr süß vom Duft. Dann habe ich ebenfalls mitgehabt, dass Botanicals Arnica reparierende Shampoo, das ist dieses hier, das hat einen ganz, 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 ganz tollen Duft gehabt, habe ich richtig gerne gemocht und das hat die Haare auch schön gemacht. Also ist natürlich nur eine Einmalanwendung, deswegen kannst du da nicht so viel zu sagen, aber ich hatte dann noch schöne Haare, ja, schöner Glanz und so weiter. Die hier habe ich jetzt vorgestern erst gemacht, von Action, die Lotus Water Scent Hair Mask, das ist diese hier, die fand ich ganz witzig. Die machst du dir, also du machst dir quasi einen Pferdeschwanz, also trocken, ne, trockenen Pferdeschwanz und dann nimmst du diese Maske, das ist halt so ein, habe ich die hier noch drin, die habe ich wahrscheinlich weggeschmissen, die ist so, ja, halt wie so eine Fußmaske fast schon, wenn ihr wisst, ne, so diese Fußmaske gegen Hornhaut und so weiter. Dann gehst du da mit der Hand rein, ziehst das Ganze auf links, hast dann quasi die ganze Plempe draußen, dann nimmst du deine Hand, hältst es dann hier oben an den Bommel, ziehst es dann über den Bommel drüber, kannst dann die Hand so rausnehmen und dann hast du es im Bommel drin und dann kannst du, weil das halt von der Form her so cool ist, diese zwei Dinger oben drum zuknoten und dann hast du hier so ein Knotenvieh, das sah echt scharf aus, sah richtig scheiße aus, aber es war irgendwie cool, weil du konntest es dann wirklich Ewigkeiten drin lassen. Ich habe es den ganzen Abend dann drin gelassen. Ja, es ist halt ein bisschen unpraktisch, weil damit kannst du jetzt nicht so wirklich durch die Gegend laufen, aber hey, Hashtag Stay at Home und so. Ich habe dann ein paar Videos geschnitten, ein bisschen aufgeräumt und so, das war echt toll. Ich habe immer mal wieder dann hier oben gezuppelt, dass der Knoten halt fest wird, aber ich wollte keinen Doppelknoten machen, weil ich Angst hatte, dass ich das nicht aufkriege. Hat aber echt gut gehalten und dann ja, habe ich irgendwann ganz normal geduscht, also habe danach einfach meine Haare mit Shampoo ausgewaschen und ich hatte schöne Haare danach, das muss man wirklich sagen. Die waren genährt, die waren gepflegt, es hat wirklich gut gerochen, ja, aber es war nicht richtig, also es war echt irgendwie, auch als ich das rausgenommen habe, sah das nicht so aus, als hätte ich da eine richtige Haarkur oder sowas reingemacht. Es war aber schon ziemlich fancy und ja, deswegen kann ich auf jeden Fall empfehlen, witzige Geschichte und hat Pflege und mein Stuhl knackt, Entschuldigung. Ich setze mich mal, upsala, etwas anders hin. So, genau, dann kommen wir jetzt mal zum Gesicht. Da fange ich jetzt erstmal mit diesen Masken hier an. Das sind so Masken gewesen, die habe ich vom TK Maxx. Ich habe keine Ahnung. Glue Skincare Gold Collagen Facial Mask. Also ich habe jetzt hier natürlich nur noch diese Viecher. Das ist einmal hier so ein Riesending fürs Gesicht gewesen und das hier war halt fürs Dekolleté.
Habe ich auch auf Instagram geteilt. Folgt mir da auf jeden Fall, wenn du solche Live-Maskentests nicht verpassen möchtest. Ich konnte mich nicht ernst nehmen, als ich das drauf hatte. Also das hier war vollkommen sinnbefreit, habe ich auch drauf geschrieben. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, dass ich mir das hier irgendwo so... Nee, hat gar keinen Sinn ergeben. Bei dem hier ist es ganz witzig gewesen, hat aber auch nicht so den Zweck erfüllt, den es erfüllen sollte. Also ich habe geschrieben, ohne wirklichen Effekt, sieht ulkig aus. Ja, also ne, es ist eine sehr, sehr dicke Maske gewesen. Das war echt merkwürdig. Sonst habe ich ja so diese hautanschmiegenden Masken, ne? Und hier hast du dir einfach so eine Geschichte goldmäßig ins Gesicht geklatscht. Das aussah wie, keine Ahnung, als würde ich irgendwie demnächst in einem Horrorfilm mitspielen wollen. Mini-Augen und Mund, ja. Da musste ich echt lachen. Ich habe so ganz kleine Schlitze nur für die Augen gehabt und einen winzig kleinen Mund. Also so ein Gesicht habe ich nicht. Sehr dick, rutscht aber nicht. Das fand ich auch ziemlich interessant, weil normalerweise je dicker die Masken sind, desto mehr Schwerkraft ist ja dann da und dann rutscht die ganze Geschichte irgendwann runter. Riecht etwas muffig? Ja, keine Ahnung. Also ne, war interessant, war ganz witzig, aber ich glaube, man sieht es sogar fast noch hier so in diesem Abdruck, ne? Wie klein die Augen und der Mund war. Also naja, war witzig, aber... brauche ich nicht normal, weil es halt nicht so den Effekt gegeben hat. Bei Masken möchte ich ja schon einen Effekt haben, ne? Hier habe ich eine Augencreme und zwar von Clinique natürlich, die All About Eyes. Das ist ja mein All-Time-Favorite, also das ist wirklich eine so tolle Creme. Ich habe mir die Rich-Variante jetzt ja mittlerweile auch geholt, die ich noch nicht getestet habe. Aber die All About Eyes finde ich richtig klasse, gefällt mir einfach unheimlich gut. Die pflegt meine Augenpartie, die brennt nicht, die tut mir gut. Und viele von euch haben mir tatsächlich auch, und das freut mich voll, angeschrieben, also die haben mir geschrieben bei Instagram oder ihr habt mir geschrieben in die Kommentare rein oder so, ne, dass ihr euch die nachgekauft habt und auch so eine sensible Augenpartie habt und dass die bei euch auch richtig toll ist. Also, yay! Das freut mich immer, wenn ich euch helfen kann und ja, wenn meine Tipps hilfreich sind. Weil, ne, dafür bin ich ja hier, um euch irgendwie so ein bisschen Input zu geben. Keine Ahnung. Hilfe zu geben. Ich bin euer Testobjekt. Los geht's, ne? Ja. Eine weitere Augencreme habe ich hier aufgebraucht von Oliveda. Die Anti-Wrinkle Eye Cream, das ist diese hier. Hatte ich halt als Probe, hatte ich mit in auf der Geschäftsreise. Sehr toll, sehr reichhaltig habe ich drauf geschrieben. Das ist halt wirklich so eine leicht gelbliche, dicke Creme gewesen, die ich mir halt morgens und abends dann an die untere Augenpartie gegeben habe und oben drüber. Und die hat halt wirklich sehr viel Feuchtigkeit gespendet, ist aber auch schön eingezogen. Aber sie war halt wirklich intensiv und deswegen fand ich die auch gut. Die hat nicht gebrannt oder so. Die hat mir wirklich gut getan, hat mir auch gut gefallen. Dann habe ich ein Produkt hier leer gemacht und zwar von Balance Me ist, glaube ich, die Marke. Hyaluronic Plumping Mist, das ist dieses hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich das her habe. Ich glaube auch, das hatte ich mal irgendwo in einem Tauschpaket oder in einem Trash-Paket mit drin. Das ist wirklich so ein Ding, was du dir nach dem Toner einfach aufs Gesicht sprühst. Ich muss gestehen, dass ich da wirklich keinen Effekt gemerkt habe. Also das war nicht irgendwie so Plumping oder irgendwas. Also hätte ich mir irgendwie ein Wasser ins Gesicht gesprüht, das hätte wahrscheinlich den gleichen Effekt gehabt. Also das hat bei mir leider nicht so wirklich irgendwas gemacht. Dementsprechend würde ich das auch nicht so empfehlen. Dann habe ich Hydrogel iPads leer gemacht von Isana Glow and Shine. Das sind diese hier. Hatte ich von Jana mit Y im Adventskalender drin gehabt. Vielen, vielen Dank. Die waren toll. Genauso geil feucht wie beim letzten Mal, habe ich hier hingeschrieben. Also ne, solche Botschaften schreibe ich mir selbst. Das ist nicht... Oh, damit ich mich selber in Zukunft nochmal zum Lachen bringe, ist das großartig. Also ich mag es einfach, wenn ich so unsere Augenpatches habe, die richtig mit Feuchtigkeit durchtränkt sind, die aber trotzdem an Ort und Stelle bleiben und wo ich einfach merke, dass meine Augen gepflegt werden, dass alles gepflegt wird und alles irgendwie toll wird. Und ja, deswegen, das fand ich ganz klasse. Aktuell habe ich ja in Anwendung nur noch welche, die ich von Yesstyle zugeschickt bekommen habe, in so Pöttchen. Da sind 60 Stück drin, also für 30 Mal. Und davon 2 Tiegel habe ich. Also dementsprechend hoffe ich, dass ich weg von diesen Einmalanwendungen komme. Ne? Genauso hoffe ich irgendwann auch mal bei Masken, aber... meine Maskensammlung ist noch so riesig, da dauert es noch ziemlich lange, aber bei den Augenpatches bin ich doch auf einem sehr guten Weg. Genau, aber die kann ich trotzdem empfehlen, auch wenn das ziemlich viel Müll verursacht, sind die gut. Ja, ebenso war das hier bei diesen Kiko Energizing Eye Patches mit Kaffee. Ich meine, hallo, das ist natürlich großartig für mich.
als Kaffeeliebhaber, weil, ne, Kaffee und so. Aber du hast jetzt nicht wirklich den Kaffeeduft des Todes gekriegt oder so. Das sind tolle Gel-Pads, habe ich Ihnen geschrieben. Abschwellend, kurzfristig aufhellend. Also, wenn du so ein bisschen dunkle Augenschatten hast und die dann halt für einen gewissen Moment kaschieren möchtest, dann ist es ganz gut. Also, wenn du die halt wirklich für ein Event dann hübsch haben möchtest, das ist jetzt nicht für langfristig, ne? Das ist dann nur für den Moment. Irgendwie rutsche ich hier so rum. Entschuldigung. Ja, ich bin gut drauf, die Sonne scheint. Entschuldigung. Läuft bei mir. Genau. Ja, fand ich ganz nett. Hat mir gefallen. Ja. Dann habe ich von Luvos etwas gemacht. Und zwar die beiden zusammen. Ne? Also das habe ich schon öfters gemacht, dass ich erst die Reinigungsmaske von Luvos genommen habe und danach die Feuchtigkeitsmaske. Und das hat mir gut gefallen. Hier habe ich bei der Reinigungsmaske hingeschrieben, wie gewohnt zuverlässig, klärend und reinigend. Danach auf jeden Fall die Feuchtigkeitspflege notwendig. Und das heißt, die Feuchtigkeitsmaske, die ist nämlich großartig in Kombi. Feuchtigkeit in der Tiefe. Und das kam aus der Pinkbox März. Alle beide waren da zusammen drin. Und ich kann es euch wirklich empfehlen, dass wenn ihr so reinigende Geschichten mit eurem Gesicht macht, dass ihr auf jeden Fall danach halt eine entsprechende Feuchtigkeitspflege verwendet. Ich habe das hier in der Maskenform gemacht und kann das halt wirklich empfehlen, weil es gut getan hat. Ne? Also danach war meine Haut richtig schön weich und schön und prall und straff und gereinigt und fresh. Ich habe mich gut damit gefühlt. Ja, würde ich immer wieder machen. Dann habe ich hier von Organic Surge ein Daily Care Perfecting Face Polish. Das ist ein Gesichtspeeling gewesen. Hat mir auch ganz gut gefallen. Und das ist halt ein mechanisches Peeling. Sprich, du hast da auch Peeling-Körner mit drin. Ich bin noch nicht so... Ich habe ein bisschen Angst vor diesen ganzen Säure-Peelings. Und deswegen greife ich halt immer wieder zu mechanischen Peelings zurück. Das hatte ich auch in der Box mit drin. Und ja, das hat mir gut gefallen. Ne? War ganz gut. Die Peeling-Körner lösen sich nicht auf. Das sind halt Peelingkörner, die halt entsprechend bleiben. Ne? Da muss man halt die verteilen und dann abwaschen. Unter der Dusche mache ich sowas. Dienstags und freitags. Ja. Ja, das hier ist so ein... Also die hatte ich auf jeden Fall mit auf der Geschäftsreise. Genau, die Humble Brush, die habe ich dann verwendet und dann halt auch entsprechend dort gelassen. Auch wenn es halt nur für 2-3 Mal war ungefähr. Ja, morgens, abends Zähne putzen und so. Ne? Und zwischendurch mal wieder. Ich mag halt nicht den... Das Gefühl von Holz im Mund. Und diese hier, die Hydrophil, die habe ich zum Putzen verwendet. Aber ich weiß nicht mehr, was ich damit geputzt habe. Doch, als ich meinen Abfluss reinigen musste. Weil meine ganzen Gesichtsmasken, die Crememasken und die ganzen klärenden Masken haben unseren, meinen höchstpersönlichen Abfluss verstopft. Und dann habe ich mit dieser wundervollen Zahnbürste den Abfluss gereinigt. Dafür waren sie gut auch, ne? Aber ich mag halt nicht den Geschmack oder das Gefühl von Holz im Mund. Ich mag es einfach nicht. Schäms. Vitamin C Power Konzentrat habe ich auch leer gemacht. Die fand ich ganz in Ordnung, haben mich aber nicht vom Hocker gehauen. Und da musste ich wirklich vorsichtig mit umgehen, weil Vitamin C für meine Haut halt nicht so geil ist, glaube ich. Ne? Habe ich gemerkt. Also, ich konnte die jetzt nicht jeden Tag verwenden. Da musste ich wirklich so aufpassen, dass ich die so, ja, alle 3-4 Tage ungefähr verwendet habe. Ansonsten habe ich einfach gemerkt, dass meine Haut das nicht... Die hat halt Irritationen bekommen und Pickelchen und das fand ich doof. Und nö, weiß ich nicht. Energie-Glow-Glättung? Weiß nicht. Also würde ich mir jetzt nicht nochmal holen. Das war halt einfach mal so zum Test, weil die liebe Vanessa, Mrs. Rosa Roth, hat da auch immer so von geschwärmt. Und ich wollte halt schauen, wie das mit meiner Haut so funktioniert. Aber obviously mit einer trockenen Haut, die sensibel ist, nicht so gut. Also kann ich nicht empfehlen. Isana Tuchmaske Blütenwunder, intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Lotusextrakt habe ich gemacht. Das habe ich von der lieben Marion bekommen. Vielen, vielen Dank, die war cool. War sie doch nicht. Oh, ich habe eine andere Maske im Kopf gehabt. Entschuldigung. Das Vlies war leider zu dick. Es war ein furchtbarer, unförmiger Sitz. Zu wenig Serum. Nope. Duft aber okay. Okay, ich habe das irgendwie doch anders in Erinnerung gehabt. Gut, dass ich mir da Notizen drauf schreibe. Okay, ja, die war dann wohl doch nicht so meins. Schade. Aber immerhin war der Duft okay. Schön. Dann habe ich von... Ich glaube, die hier hatte ich im Blick, oder? Ja, daran habe ich gedacht, oder? Weiß ich gar nicht. Das ist From Cows and Bees, die Facial Mask. Die hat super gesessen, die war schön feucht und die war mega gut. Ja, ich glaube, daran hatte ich gedacht. Ich weiß es nicht. Ja, die riecht auch mächtig gut. Mächtig und mega gut. Ja, die war auch richtig toll. Ich weiß gar nicht, wo ich die hier habe. Ich glaube, die habe ich auch von Marion. Hatte ich die im Tauschpaket? Ich weiß es nicht. Sonst schreibe ich mir das gerne mal hinten drauf. Aber ich habe es nicht drauf geschrieben. Oder habe ich die vom Action? Ich weiß es nicht.
Dann habe ich gemacht von Nuvos Heilerde dieses Produkt, das fand ich auch richtig cool. Ich glaube, das hatte ich in der Insta-Box mit drin. Boom, geil, habe ich hier nur drauf geschrieben. Das ist Hydro Booster, Zwei-Phasen-Pflege. Das heißt, du machst erst eine reinigende Maske drauf und danach kannst du den Hydro Booster verwenden. Das heißt, es ist so eine Art Feuchtigkeitsserum. Und danach, das ist halt ähnlich wie bei diesem Nuvos. Erst nimmst du die reinigende Maske und dann nimmst du die Feuchtigkeitsmaske. Das ist halt so, ne, ein toller Effekt. Die Produkte funktionieren super miteinander und dann hast du schöne Haut danach. Deswegen auch dieses Zweier-Sachet, mega geil gewesen. Dann habe ich gemacht von Isana die Tuchmaske Happy Penguin. Die war nicht so meins. Feuchtigkeit spenden mit Hyaluronsäure. Die hat zwar eine frische und beliebte Ausstrahlung gegeben, wie es auch hinten drauf steht. Und die war fancy und feucht. Die hat mir wohl gut gefallen. Hä? Ich bringe gerade alles durcheinander. Dann habe ich jetzt wahrscheinlich die Pinguinmaske vertauscht mit der Blütenmaske. Ich weiß es nicht, Leute. Sie war auf jeden Fall mit einer frischen und belebenden Ausstrahlung. Ne? Ich habe die irgendwie anders in Erinnerung. Aber gut, ja, fand ich scheinbar gut. Dann habe ich gemacht hier dieses Gedöns von Dr. Dennis Groß, Alpha Beta. Hatte ich in einem Adventskalender mit drin. Das hat erst etwas gebrannt, dann war es gut. Es hat ein schönes Hautbild hinterlassen und ein schönes Hautgefühl. Aber man muss sich halt erstmal überwinden. Aber das ist auch das, was ich halt für mich auch schon mal gelernt habe. Wenn du eine Maske verwendest oder wenn du ein Produkt verwendest, ist ja irgendwie so eine Art... Das waren ja zwei Pads hier drin. Genau, also erst hast du so ein Reinigungspad und dann hast du ein Feuchtigkeitspad oder so. Ich weiß es nicht, das ist ganz merkwürdig, finde ich. Peeling, also erst Exfoliate in Smooth und dann Anti-Aging Neutralizer. Genau, also erst hast du dieses Exfoliating Pad, was wahrscheinlich auch mit AHA-Säure oder sowas ist. Alpha, Beta, keine Ahnung. Und danach hast du halt dieses Hyaluron-Gedöns, Neutralizer. Genau. Ja, wenn man das nacheinander verwendet, hat das funktioniert. Aber erst hat es halt ein bisschen gebrannt, weil ich habe vorher, glaube ich, auch ein Gesichtspeeling verwendet. Da war die Haut dann vielleicht sowieso schon mal so ein bisschen verletzt, in Anführungsstrichen mikromäßig verletzt. Und dann habe ich das verwendet und dann ist es wahrscheinlich erst so ein bisschen gewesen. Aber ja, ich fand es okay, würde ich aber nicht nochmal kaufen. Ist nicht so, also würde ich mir jetzt so nicht kaufen, weil es ist, glaube ich, auch relativ teuer. Dann habe ich hier die Diamond Gold Dusk Sheet Mask. Das ist Brightening. Die fand ich hier richtig geil und die war nachher glowy vom Finish her. Und ja, das weiß ich auch nicht, wo ich das her habe. Ob ich mir das selber... Vita Masks. Nee, das war in der Goodiebox mal mit drin, glaube ich. Ne? Ja, genau. War gut. Diese hier habe ich ebenfalls gemacht. Die gibt es auch im Action zu kaufen. Face Sheet Mask Pearl Extract. Die ist mega toll und ich hatte vorher einen Pickel, als ich die drauf gemacht habe und der war danach weg. Und dafür soll die auch sein, ne? Brightening und Anti-Akne. Richtig, richtig gut und ja, mag ich. Hat gut gerochen. Eine Maske, die ich nicht so gut fand, ist von Belle Essence, die Glow & Moisture Sheet Mask. Das ist so eine Maske gewesen, die musstest du so zusammenknicken, dann oben das Serum reindrücken, dann so squitchen und dann konntest du dir die Maske aufs Gesicht packen. Die war dennoch für mich irgendwie zu trocken. Sie hatte keine bzw. wenig Wirkung und man kann die sich einfach sparen. Ja, habe ich auch auf Insta gezeigt. Genau, war nicht so meine Welt. Eine, die ich jetzt just gerade gemacht habe, gestern Abend tatsächlich, ist von Alverde die Aqua Hydro Tuchmaske mit Meeresalge. Die fand ich echt klasse, die fand ich toll, kann ich sehr empfehlen. Ist ein gutes Produkt, was zu einem guten Preis angeboten wird. Das ist ein ganz, ganz dünnes Vlies gewesen, war wirklich angenehm und hat richtig schön Feuchtigkeit gespendet. Die fand ich echt geil. So, das waren die Masken. So, dann habe ich noch weitere Produkte in Gold so mit dabei gehabt. Da habe ich von Claire's Supple Preparation Facial Toner. Das ist dieses Produkt. Ja, ich habe halt nur kleine Sachen mitgenommen, damit ich nicht so einen riesigen Koffer mit Pflegeprodukten mitschleppe. Hat leider nicht so wirklich Feuchtigkeit gespendet, hat aber die Haut getont. Habe ich morgens verwendet scheinbar? Nee, for day and night, ja. Okay, fand ich okay. Ja, okay, ja. Aber würde ich mir jetzt so nicht kaufen, weil... Ich glaube, das ist auch relativ teuer. Dann habe ich von Purelay eine Softly Cleansing Make verwendet. Hat nicht wirklich gut gereinigt. Das Make-up ist im Handtuch hängen geblieben. Fand ich jetzt echt nicht so gut. Also ich hatte das halt mit dabei, um mich abends abzuschminken. Und das hat nicht wirklich funktioniert und das ist schade. Und gerade im Hotel hast du dann ja so schöne weiße Handtücher, wo du dann so richtig den Effekt sehen kannst, ob das was geholfen hat oder nicht. Ich habe mich abgeschminkt, ich habe geduscht und dann habe ich mein Gesicht nochmal sauber gemacht. Und Leute, es ist immer noch was im Handtuch hängen geblieben und das fand ich echt nicht schön. Gut,
Ein weiteres Abschminkprodukt, was ich aber gut finde, was ich jetzt auch schon ein paar Mal verwendet habe und immer mal wieder in die Waschmaschine gepackt habe, ist von Isana Mikrofaser Reinigungstuch. Fand ich ganz toll, kann ich gut empfehlen, sage ich mal, ne? Kann ich gut empfehlen. Es haben mir einige geschrieben, dass man Abstand nehmen sollte von diesen Mikrofaserreinigungstüchern, weil du dann Mikroplastikpartikel im Grundwasser hast. Weiß ich nicht. Kann ich nicht so, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Aber Leute, was sollen wir denn dann machen? Ich weiß es nicht. Irgendwas muss man ja machen, um sein Gesicht zu reinigen. Ich benutze schon wiederverwendbare Abschminkpads. Ich benutze schon solche wiederverwendbaren Reinigungstücher. Ich verwende schon keine Wattepads mehr. Irgendein Tod muss man sterben. Deswegen, ja, kann ich die schon empfehlen. Also ich mochte das oder ich mag das halt. Ich habe sie in Anwendung. Dann habe ich einen Make-up-Entferner verwendet von Sephora. Der war im Adventskalender drin. Das ist ein Waterproof Eye Make-up-Entferner, so ein Zwei-Phasen-Ding. Hat mir ganz gut gefallen, fand ich okay. Ich mache ja erst, bevor ich duschen gehe, mein Augen-Make-up runter, mein Lippen-Make-up runter. Und dann unter der Dusche gibt es dann nochmal eine Cleansing-Geschichte, einen Reiniger für die Gesichtshaut. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und ja, deswegen, das hat das Make-up ganz gut runtergenommen, fand ich okay. Würde ich aber nicht nachkaufen, weil das ist, glaube ich, auch relativ teuer. Da tut es auch das Günstige, sage ich mal. Ne? Aber ich habe jetzt hier einige Sachen aus Adventskalendern und die werden dann einfach verwendet. Genauso wie auch das Bifacil von Lancôme. Das fand ich schlecht, muss ich wirklich sagen. Das hat bei mir nicht so wirklich das Make-up runtergenommen. Also da hatte ich immer noch richtig viel Mascara in den Wimpern und so. Also da musste ich ein bisschen mehr arbeiten, um das Ganze hinzukriegen. Und ich fand, dass es sehr, sehr schnell leer war. Da fand ich das von Sephora auf jeden Fall besser. Dann habe ich hier von Daily Concepts Your Facial Mini Scrubber, diesen hier. Ja, nee, ich mag den nicht so gerne. Ich habe den jetzt auf links gezogen, weil von außen hast du so richtige Plastikschlaufen quasi. Und die finde ich auf dem Gesicht echt unangenehm. Also zum Abschminken schon mal gar nicht. Und dann so übers Gesicht, das, nee, mag ich nicht. Und du konntest, weil das halt so eine Tasche hat, konnte man den einmal auf links ziehen. Dann geht es halt einigermaßen, aber ich glaube, das Ding kostet auch 10 Euro. Kann man sich halt auch sparen. Dann nehme ich lieber irgendwelche wiederverwendbaren Abschminkpads oder eben so ein Mikrofasertuch. Etwas, was ich unter der Dusche verwende. Was machen die denn da? Unsere Nachbarn eskalieren. Nein, die stellen die Stühle raus. Wird wahrscheinlich gleich gegrillt, wa? Unfassbar. Okay, AOC, der Klarmacher. Wurde empfohlen von der lieben Alina, Frühlingsrolina. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Ist eine ganz, ganz liebe, tolle Frau. Ja, Waschgel mit weißem Tee, Mischhaut und unreine Haut, frei von Farbstoffen, Parabenen und Mineralölen. Und ja, fand ich aber leider nicht so geil. Ich fand die Konsistenz hier also nicht so geil. Ich habe immer nur eine kleine Menge genommen, habe das dann entweder auf meine Reinigungsbürste gegeben oder eben mit den Fingern so aufgeschäumt und dann ins Gesicht einmassiert. Ich fand, also das hat die Haut nicht gereizt oder so, das auf gar keinen Fall. Meine Haut hat das auch wirklich gut vertragen. Anfangs habe ich tatsächlich ein paar Unterlagerungen davon bekommen, weil die Haut sich wahrscheinlich auch eh erstmal so ein bisschen umstellen musste. Aber ich fand die Konsistenz ja nicht so geil. Das ist halt wie so eine, wie ein Aloe Vera Gel eigentlich von der Konsistenz. Also sehr, sehr gelig. Also mochte ich nicht so gerne, muss ich gestehen. Also da habe ich Gesichtsreiniger, die ich deutlich lieber mag und ja, werde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Ein Produkt, was ich ziemlich unnötig fand und in, ich glaube, in einem Adventskalender oder in einer Look Fantastic Box drin hatte, ist von Elizabeth Arden Superstar Skin Renewal Booster. Das ist dieses Produkt. Verwendet man normalerweise nach dem Toner und vor dem Serum. Habe ich auch gemacht. Und das war halt auch so ein Serum, was oder so ein etwas angedicktes Serum quasi, was da rauskam, was ich mir dann auch ganz, ganz dünn aufs Gesicht draufgegeben habe, auf den noch etwas feuchten Toner. Ich fand aber, dass das nicht irgendwas mit der Haut gemacht hat. Also ob ich das jetzt verwendet habe oder nicht, hat keinen Effekt gehabt. Dementsprechend würde ich es jetzt auch so nicht empfehlen. Etwas, was ich richtig klasse fand und in der Tao-Box drin hatte, ist von Tao-Oasis das Rosen-Bio-Gesichtstonikum. Das ist in einer wundervollen Glas-Sprühflasche, fand ich ultra geil. Habe ich als Toner verwendet. Hat meine Haut so, so gut vertragen. Erfrischend und wohltuend, definitiv. Ich habe es so genossen. Das war echt, echt geil. Und es hat nicht gebrannt. Es hat sich sanft angefühlt. Es ist gut mit der Haut in Verbindung getreten und hat eine wundervolle Geschichte gemacht. Also ein Toner ist ja dafür da, um deine Haut nach der Reinigung quasi ja wieder so ein bisschen auszugleichen und auf die nachfolgende Pflege vorzubereiten. Und das hat dieses Produkt echt gut geschafft. Ich mag ja gerne dieses Rosens Gesichtswasser. Und
Ja, das hier finde ich aber tatsächlich noch ein Stückchen besser, weil das meine Haut noch besser vertragen hat tatsächlich. Dann habe ich hier ein Serum leer gemacht von Flora Mare. Das ist das Meereselixier. Das habe ich als Serum morgens verwendet. Richtig gut, wirklich richtig gut. Kommt mit einer Pipette hier raus und dann konnte man das Serum aufnehmen und auf das Gesicht geben. Da habe ich dann immer so 3-4 Tropfen genommen, habe das dann für mein Gesicht, meinen Hals und mein Dekolleté verwendet. Hat so, so gut getan. Schön Feuchtigkeit gespendet. Dieser Stuhl knackt ein bisschen viel. Gleich bricht er zusammen. Naja, auf jeden Fall hat mir das richtig gut gefallen und kann ich auch wirklich empfehlen. Hat sich alles sehr natürlich angefühlt, sehr pflegend und ich fand es klasse. Es ist eine hochwertige Verpackung, es ist so ein Glasflakon. Auch da werde ich mal wieder die liebe Vanessa fragen, ob sie es gebrauchen kann. Wahrscheinlich. Etwas, was ich nicht so gut fand und aussortieren werde, ist von M. Asam das Vino Gold Intensiv Ampullenkur Gedöns. Das war in dem Asam Adventskalender, Asam Beauty Adventskalender. Eine Ampulle habe ich davon gestern Abend verwendet, die andere ist hier noch drin. Hallo. Was soll das denn? Fährt einfach ein Roller her. Naja, egal. Auf jeden Fall fand ich das nicht so gut, weil ich habe es als Nachtserum quasi verwendet und habe das dann nach dem Toner auf die Haut aufgegeben. Das hat so eine richtige Schicht auf dem Gesicht gebildet. Also es war sehr, sehr, sehr unangenehm, finde ich. Und es hat gespannt, es hat sich angefühlt, als hätte ich eine Peel-Off-Maske drauf gemacht. Wirklich. Meine Haut hat geglänzt wie eine Speckschwarte und war dann halt auch, das war so dick von der Oberfläche, es war super unangenehm. Ich habe das auch eingeklöppelt und alles, aber es ist halt nicht richtig eingezogen und das, was dann halt noch da war an Serum, ist auf der Haut geblieben, getrocknet und war wie eine dicke, dicke Schicht. Ich habe darüber dann ein Serum gegeben, also ein normales Serum, was ich aktuell in Verwendung habe und eine Gesichtscreme, was dann natürlich alles furchtbar gebröckelt hat, aber ich konnte dieses Gefühl nicht haben. Ich weiß auch gar nicht, was diese Ampulle hätte machen sollen, aber sie hat nichts Gutes mit meiner Haut gemacht. Also, nee, hat mir nicht gefallen, werde ich aussortieren. Also, die kommt sowieso in Müll und da ist jetzt noch eine drin, die möchte ich auch nicht nochmal verwenden, weil das war unangenehm. Müll. Trash. Gut, eine Gesichtscreme, die ich verwendet habe, ist von Kiehl's, die Ultra Facial Cream. Das ist so eine kleine, die habe ich morgens verwendet. Hat mir richtig gut gefallen. Die war sehr leicht von der Konsistenz, aber gleichzeitig feuchtigkeitsspendend. Ist schön in die Haut eingezogen und hat ein schönes Hautbild gemacht. Halt auch zusammen mit dem Serum von Flora Mare. Wirklich klasse. Kann ich sehr empfehlen. Ja, weil es einfach gut getan hat, ne? Gute Geschichte beim Adventskalender. Nice. Dann habe ich hier von Birkenstock eine Augencreme. Leute. Ich habe dazu eine Insta-Story gemacht. Ich weiß nicht, was das soll. Das war so ein Pumper, da musstest du halt oben drauf drücken und eigentlich sollte dann aus dem Pumper was rauskommen. Ist es aber nicht. Dann ist mir das ganze Kram quasi neben dem Pumper hergekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das demonstrieren soll, weil ich das Ding weggeschmissen habe, weil mich das so aufgeregt hat. Dann habe ich das alles rausgebrockelt mit einem Q-Tip und so einem Mini-Spatel, den ich quasi durchgeschnitten habe. Habe das dann alles rausgenommen und dann in ein Pöttchen und das Pöttchen dann verwendet, weil das war ein super gutes Produkt. Also die Augencreme an sich war richtig toll, die war richtig schön pflegend, die hat gut getan, die hat meine Augen zum Strahlen gebracht. Aber diese Verpackung ist einfach der Mist in Tüten. Ich weiß nicht, wo das mit drin war. Ich glaube auch in der Goodiebox, oder? Oder? Nein, das war in der Glossybox Vegan Edition, genau. Geiles Produkt, aber furchtbarer Spender. Habe ich nicht verstanden, fand ich furchtbar, 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 furchtbar. Ein Produkt, was ich aber hingegen gut fand, war von Ultrasun diese Lip and Protection Geschichte. Das ist einfach ein Lippenbalsam, der mit Lichtschutzfaktor ist. Gerade jetzt, wenn es halt wärmer wird, dann sollte man auch einen Lippenpflegestift verwenden tagsüber, der mit Lichtschutzfaktor ist, damit halt die Lippen keinen Sonnenbrand bekommen. Ich habe empfindliche Haut, ich kriege Sonnenbrand auch auf den Lippen. Hat gut getan, ist nicht weiß gewesen. Manchmal hast du das ja, wenn du so Lippenpflegestifte nimmst mit Lichtschutzfaktor, dass du richtig weiße Lippen bekommst. Das war hier Gott sei Dank nicht. Das war einfach wie eine schöne Pflege. Ja. Eine Lippenpflege, die ich doof fand, war von Polar. Die La Veritable Creme de Laponie. Habe ich ganz schnell aussortiert. Habe ich, glaube ich, eine Woche verwendet und dann habe ich gemerkt, dass ich furchtbar trockene Lippen davon gekriegt habe. Habe ich abends verwendet. Ja. Muss gehen. Hat mir gar nicht gefallen. Fand ich doof. Dann habe ich von den 8 Ladies aus dem Zuschauerpaket die Miss Spa Himalayan, keine Ahnung, Salt Exfoliating Scrub verwendet. Das ist dieses hier. Aufpassen, habe ich aufgeschrieben. Salz kann brennen, sonst top. Das ist so ein Gesichtspeeling, was ich in, ich glaube,
5 Anwendungen oder so aufgebraucht habe. Das fand ich toll, dass du hier oben wirklich so einen Spender hast, dass du es so rausdrücken konntest. Und deswegen hat mir das von der Verpackung her richtig gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Man konnte es halt zudrehen, man konnte es halt unter der Dusche auch stehen lassen. Und sonst hast du ja, wenn du diese Tütchen hast, echt das Problem, dass wenn du noch Reste drin hast, dann musst du echt zusehen, dass da kein Wasser oder sonst irgendwas reinkommt. Das war hier super gelöst. War halt ein Salzpeeling. Und wenn man dann halt vielleicht einen kaputten Pickel hatte oder irgendwie eine Stelle, die in irgendeiner Art und Weise offen im Gesicht oder am Körper war und du dir das da drauf gegeben hast, dann hat das gebrannt. Salz halt, ne? Manchmal muss man nachdenken, Claudi. Ich bin ja so ein furchtbarer Knibbler und knibbel ja auch hier meine Hände. Und wenn ich das dann mit meinen Händen aufgegeben habe, dann hat das an den Fingern gebrannt. Das ist auch mega uncool. Aber gut ist, dass es halt ein Peeling ist, was dir auf dem Gesicht schmilzt. Das finde ich immer gut bei Salz- und Zuckerpeelings, ne? Genau. Vielen Dank übrigens. Das war toll. Dann habe ich hier von Starskin gemacht. Das hatte ich in der Goodiebox mit drin. Das ist ein Foaming Peeling Puff. Das ist ziemlich witzig gewesen. Also in dieser Verpackung hattest du drin noch eine kleine Verpackung, wo ein Serum drin war und ein Peeling Puff. Also quasi ein Mini-Sponge, der halt so flach war. Genau. Dann hast du dieses kleinere Tütchen in dieses Tütchen reingemacht. Hast dann, ich habe das ja eh unter der Dusche gemacht, ne? Habe ich ein bisschen Wasser reinlaufen lassen. Dann habe ich den Peeling Puff reingemacht. Habe das so gesqueezed, dass das Ganze so geschäumt hat und dann habe ich diesen Peeling Puff rausgenommen und konnte das dann so übers Gesicht geben. Das ist halt ein Säurepeeling wahrscheinlich gewesen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Aber es war mild. Es hat mir echt gut getan und das hat für 2 Anwendungen bei mir gereicht. Danach war es halt irgendwie uppe und das ist eigentlich ganz gut. Habe ich dann letzten Freitag und letzten Dienstag verwendet. Genau. Hat mir gut gefallen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist eine schöne Geschichte. Ist relativ teuer. Aber es hat mir gut gefallen. Also ich habe nachher auch wirklich gemerkt, als ich dann vor dem Spiegel stand, dass es sah schon so aus, als wäre meine Haut gereinigter. Kann man das so sagen? Also ne, so hat es auf jeden Fall, man hat es irgendwie gesehen. Ein Produkt, was ich jetzt voll für mich entdeckt habe und was irgendwie so ziemlich auch das Top-Produkt meines Monats so mehr oder weniger ist von Beurer diese Gesichtsreinigungsbürste. Leute, die ist richtig, richtig gut. Kann ich euch auch mal unten in der Infobox verlinken. Die war in meiner Amazon Beauty Box. Auch die kann ich mal unten in der Infobox verlinken. Und da habe ich auch gedacht, na, ich weiß ja nicht, ne? Gesichtsreinigungsbürsten, ob ich die verwende? Ja, mega geil. Das ist so, weiß ich nicht, ich finde das ist so weich und so toll und das ist mit Elektrik und dann macht das zzzzt und dann, aber leise zzzzt, ne? Und dann mache ich mir da immer meinen Cleanser drauf und dann mache ich das unter der Dusche und das ist so, oh, man wird so gestreichelt unter der Dusche. Hat auch verschiedene Stufen, kannst du dann auch ein bisschen schneller einstellen, aber ich habe das eigentlich eher so immer auf der sanften Stufe. Mache das dann immer ganz langsam, dass das vor sich hin zzzzt und mein Gesicht reinigt und danach komme ich aus der Dusche, trockne mein Gesicht ab und das ist so richtig, als wenn mein Gesicht so einmal als könnte das einfach so durchatmen und ich bin gerade so, weil ich das so toll finde. Und ich habe das bei Jana, White Swan Beauty, gesehen. Die hatte das da auch schon mal vorgestellt und gesagt, dass sie das auch wirklich immer zur Gesichtsreinigung verwendet. Und voll geil, dass das mit in dieser Amazon Beauty Box mit drin war. Jetzt habe ich es auch und ich finde ihn echt klasse. Ich weiß nur nicht, wie lange man dann diese Aufsätze haben kann, weil das sind ja so Bürstenaufsätze, die muss man dann wahrscheinlich nachkaufen. Aber die kann man austauschen und mega geil. Mega, mega, mega geil. Hat mir gut gefallen. Oder gefällt mir gut. Und das schäumt immer so schön auf. Und dann mache ich halt immer dann auch die Augen zu. Aber dann schäumt es irgendwann auch in die Nase. Dann muss ich die Nase freimachen und so. Aber das ist, ne? Ich mag das irgendwie mittlerweile voll gerne. Wir sind Freunde geworden. Sehr große Freunde. Ist viel, viel besser als zum Beispiel die Foreo Gesichtsreinigungsbürste. Die habe ich noch unter anderem auch unter der Dusche stehen, weil die halt noch lebt, sage ich mal. Also die Batterie tut es noch, die drin ist. Und das will ich jetzt nicht einfach wegschmeißen. Das heißt, ich benutze es so im Wechsel. Aber ich finde es immer ärgerlich, wenn ich dann diese Foreo Mini Luna Play Geschichte verwende und dann halt nicht meine Beurer Gesichtsbürste verwenden kann. Das ist immer so, daran merke ich, wie gerne ich diese Bürste mag tatsächlich. Okay, ich zeige euch jetzt aber erstmal zwischenzeitlich, was ihr in diesem Video gewinnen könnt. Und zwar habe ich hier so eine kleine Box zusammengestellt. Mal wieder mit schönen Produkten. Und zwar ein Mini Bullet Journal. Eine Gesichtsmaske von Kiko, ein Lippenpflegestift von Kneipp, eine Schlafmaske von Catrice, eine Lidschattenpalette, die Coco Cabana Cream von Sol de Janeiro in Mini, von Pure 97 eine Haarkur, ein Duschgel von Roger & Gallet und eine Gesichtscreme von Blütezeit. Alles, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, sage ich dir gleich. So, dann hoffe ich mal, dass mein Akku noch hält.
Genau. Hier habe ich auch von Jana mit Y eine Rasiercreme, einen Rasierschaum von Isana mal in einem Tauschpaket gehabt mit Himbeere und Jasmin. Ja, den fand ich ganz okay. Der hat jetzt aber nicht irgendwie was anderes gemacht, als wenn ich ein Duschgel zum Rasieren verwendet hätte. Ne? Also ich brauche sowas nicht. Also das ist für mich jetzt kein Produkt, was ich jetzt unbedingt in meinem Leben brauche. Deswegen war okay, würde ich mir aber nicht kaufen, aufgrund von brauche ich einfach nicht. Dann von Jean Darcel ein Body Scrub habe ich leer gemacht. Das hatte ich, glaube ich, auch mal irgendwo in der Box mit drin. Natürlich hatte ich das in der Box mit drin. Wo sonst? In Adventskalendern oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das ganz okay. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber ne, kann man wohl machen. Das hatte auch irgendwie, das war ein mechanisches Peeling, hatte irgendwie, was war da denn drin? Pflanzliche Peelingkörper, natürliche Öle. Ja, war okay, ne? Aber hat jetzt nicht irgendwie mein Leben verändert, sage ich mal. Dann habe ich von Ameliorate eine Transforming Body Lotion leer gemacht. Das ist so eine kleine Probegröße gewesen. Die hat gereicht für zweimal den Körper eincremen, glaube ich, wenn überhaupt. Ja, war okay. Also die kann man, also es wurde gesagt, dass man die auch super nehmen kann, hier, wenn du hier hinten so Pickelchen hast oder so, ne? Die habe ich, Klopf auf Holz, Gott sei Dank nicht. Ja, die war sehr reichhaltig, ist aber trotzdem sehr schnell eingezogen, hat mich aber auch jetzt nicht irgendwie verändert in meinem Leben. Eine Creme, die mich verändert hat in meinem Leben, ist diese hier von Balea, weil sie mich wahnsinnig gemacht hat. Die habe ich von Jana mit J aus dem Adventskalender. Das ist die Shea Butter und Arganöl Body Butter Creme. Das ist also Creme, ja. Das ist eher eine Creme. Es war ein riesen Pott und es, ach, irgendwann ist mir dieser Geruch so hardcore auf die Nerven gegangen, muss ich ehrlich sagen, dass ich froh war, als ich sie dann irgendwann mal fertig hatte. Für trockene Haut, also ja, alles tutti. Hat jetzt keine weißen Schlieren gemacht oder so. Aber dieser Geruch, ja, riech mal dran vor allem, ne? Der hat mich echt, also, oh, so Weißglut gebracht. Ja, es ist irgendwie ganz geil, ne? Dieses Arganöl und sowas ist irgendwie nett, aber die brauche ich jetzt nicht über Wochen immer jeden Tag mir oder jeden Abend mir drauf machen und irgendwie, irgendwann hingen sie mir zum Hals raus. Weil ich mache das ja so, dass ich ja, wenn ich ein Produkt verwende, dann brauche ich das auch auf, ne? Entweder wird es dann irgendwann aussortiert, weil es mir nicht gefällt, oder ich brauche es einfach auf. Und die war ja gut, aber sie hat mich irgendwann genervt und ich war froh, als sie leer war. Sie hat auf jeden Fall die Haut gepflegt, sie hat, meiner trockenen Haut in dem Sinne ja auch mit Feuchtigkeit versorgt. Wie gesagt, keine weißen Schlieren, aber yay, bin ich froh, dass diese 500 Milliliter leer sind. Deswegen mag ich eigentlich auch nicht diese Riesenprodukte, weil irgendwann gehen die mir einfach auf den Keks, ne? Ja, dann habe ich ein Bodypeeling leer gemacht, das war sehr schnell leer, von Baya Gommage Nuit irgendwas, das ist ein Bodypeeling gewesen. Das war in der Glossybox Ostereier 2018 Geschichte drin und das war auch wieder irgendwo letztens mit drin. Habe ich auf jeden Fall noch ein Backup von. Auf jeden Fall fand ich das ganz gut, das ist geschmolzen. Ich glaube, das ist mit Zucker, weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall ist es halt so auf der Haut geschmolzen. War sehr fest, war sehr angenehm, hat mir echt gut gefallen. Den Duft mochte ich auch, war in Ordnung, ne? Also fand ich okay, ne? Definitiv eine coole Geschichte. Dann habe ich, als ich letztens mal so ein bisschen aufgeräumt habe, ein altes Deo wiedergefunden. Das ist einfach leer. Ich habe keine Ahnung, wie das war. Ich habe es einfach nur wiedergefunden von Adidas Control Ultra Protection Cool and Care. 48 Stunden Schutz, keine Ahnung. Habe ich in der Tasche gefunden und ich habe keine Ahnung. Ich war da gerade im Ausmisten. Hallo. Boah. Wenn ihr das gesehen hättet, ich habe das gerade hier so runtergleiten lassen und wollte es eigentlich in meinen gelben Sack schmeißen. Und dann hat sich das wohl irgendwie moveartig gedreht und ist so unter meinem Stuhl zum Stehen gekommen. Warum habe ich dort keine Kamera? Keine Ahnung. Dann habe ich eine Creme verwendet von Weleda. Das ist die Skin Food Intensivpflege für Gesicht und Körper. Die habe ich für meinen Körper verwendet, für meine trockenen Schienbeine. Die ist richtig, richtig heftig, reichhaltig, zieht aber wirklich gut ein. Die ist richtig toll. Hat mir gut gefallen. Kann ich voll empfehlen. Also wenn du auch Probleme mit trockenen Schienbeinen, trockenen Ellenbogen, trockenem irgendwas hast, kann ich dir diese wirkliche Fettcreme extrem ans Herz legen. Fettcreme sollte man aber nicht über einen allzu langen Zeitraum verwenden, also wirklich nur in akuten Fällen, weil ansonsten gewöhnst du deine Haut viel zu schnell daran, dass sie selber nicht nachfettet. Also vorsichtig mit solchen Produkten. Deswegen war ich froh, dass da nur 10 Milliliter drin sind. Die hat mir für ein paar Tage für meine Schienbeine nun mal gereicht. Und ja, fand ich gut. Ne? Hat mir gut gefallen, war im Adventskalender mit drin.
ein Deo, was ich leer gemacht habe, was ich toll fand. Annemarie Börlind, dieses Deo-Spray. Das ist so eine Glasflasche zum Sprühen. Auf solche Deos möchte ich ja umsteigen. Das fand ich ganz okay. Es hält mich jetzt nicht davon ab, dass ich schwitze. Aber es hält mich vom Stinken ab. Hört sich doof an, ne? Aber es ist so. Also ich hatte Schweißflecken, aber ich habe jetzt nicht gerochen nach Schweiß oder so. Ich habe auch nicht so starke Schweißflecken gehabt, wie ich sie normalerweise hätte. Das heißt, ein bisschen antitranspirant war das halt schon. Aber es war halt hauptsächlich gegen den Geruch. Also es ist ja auch ein Deo-Spray. Deswegen, also ich fand es okay. Würde mir aber wünschen, dass ich demnächst irgendein Deo finde, was halt, ja, auf diese Aluminiumverpackung verzichtet. Moment. Trockene Luft hier. Genau, was auf Aluminiumverpackung verzichtet, aber gleichzeitig halt auch so ein Antitranspirant ist. Da muss ich noch suchen. Wenn ihr da eine gute Empfehlung für mich habt, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Denn wie gesagt, ich bin auf der Suche. Eine Bodylotion habe ich leer gemacht, die ich gut fand. Die ist von Yesdai Keep Cool and Soothe Lotion. Die war sehr, sehr leicht. Das ist eigentlich die optimale Sommer-Bodylotion. Ein sehr sanfter und zarter Duft. Ich muss echt was trinken. Eine tolle Lotion, Bodylotion, die ich mir für den Sommer vorstellen kann, weil die halt so leicht ist. Die hat so einen leicht wässrigen, also die ist wahrscheinlich wasserbasierend, keine Ahnung. Genau. Ich kann die auf jeden Fall empfehlen. Fand ich sehr, sehr gut. Und dass es ein Pumper ist, ist sowieso bombastisch. Ein Produkt, was ich nicht so gut fand, tatsächlich leider, ist von Rituals Shower Flower. Das habe ich von Jana mit Y aus dem Adventskalender. Das ist eigentlich ganz witzig gedacht von der Idee her. Also du hast hier oben so ein Vieh, wo du drauf drückst und dann kommt hier oben so eine Blume raus quasi. Wenn du nur ganz, ganz kurz drauf drückst, dann ist es eine Blume. Wenn du ein bisschen länger drauf drückst, dann ist es so eine Wurst. Tatsächlich, es riecht unfassbar gut. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber ich fand es einfach Verschwendung, ne? Also keine Ahnung. Zum einen mag ich ja diese Verpackung nicht so wirklich. Zum anderen ist es einfach, keine Ahnung. Der Duft ist toll. Aber das mit der Blume und so, das weiß ich nicht. Dann war das auch blöd. Unter der Dusche, da musst du halt auf beide Seiten gleichzeitig draufdrücken, damit was rauskommt. Dann war das halt unfassbar schnell auch leer. Dann immer, wenn ich halt diesen Deckel zugemacht habe, ist dann noch ein Stück weit nach oben wieder hochgeschossen. Das heißt, immer, wenn ich den Deckel geschlossen habe, war wieder Produkt hier drin. Und ja, weiß ich nicht. Also witzig, süß zum Verschenken, würde ich mir aber auf gar keinen Fall selber kaufen. Ein weiteres Duschprodukt ist dieses hier von L'Occitane. Das ist Huile de Douche, ein Shower Oil mit Mandelöl. Das ist dieses Produkt. Ja, Duschöle brauche ich jetzt nicht so unbedingt, ne? Also hier musste man wirklich, ich habe mir das drauf gemacht, den Spender fand ich super. Du drückst hier oben drauf und hier oben kommt das Produkt raus, du machst es wieder zu und es ist zu. 1A. Das fand ich klasse. Das Produkt ist auch gut hier rausgekommen. Ich habe das dann einfach direkt so auf meinen Körper drauf gemacht und dann halt mit feuchten Händen verteilt, weil wenn das nicht feucht genug war, ließ es sich nicht verteilen, dann stockte das so komisch. Das fand ich sehr, sehr unangenehm im ersten Moment, als ich das noch nicht so wusste, ne? Und ja, hatte halt gereinigt, war okay, würde ich mir aber nicht nachkaufen. Da tut es ein ganz normales Duschgel von Balea echt auch genauso gut. Dann habe ich hier ein Produkt leer gemacht von Alessandro. Das war im Alessandro Adventskalender. Serum Vital Moisturizing Hand Serum. Genau, das war ein Handserum und fand ich ganz witzig. Das ist halt wirklich auch sehr, sehr schnell eingezogen. Habe ich halt im Bett gemacht vorm Schlafengehen, ne, dass ich die Ampulle aufgebrochen habe und mir auf die Hände gegeben. Ich creme mir vorm Schlafengehen auch immer die Hände nochmal ein. Ich habe das einmassiert, dann ist es schön eingezogen und meine Hände sind auch wirklich schön weich davon geworden. Muss ich wirklich sagen, so für akute Geschichten ist es garantiert auch eine tolle Geschichte. Es ist halt nur so eine kleine Probe gewesen. Also ich denke, dass man das halt auch in groß nochmal kaufen kann. Da auf jeden Fall, ne, kann ich mir gut vorstellen, dass man das dann auch schön verwenden kann. Aber so als Ampulle fand ich es halt ein bisschen wenig. Aber naja, war halt auch im Adventskalender, ist halt eine kleine Probe gewesen. Genau, ich will mehr. Dann habe ich weiterhin habe ich von Alessandro aus dem Adventskalender ebenfalls eine Probe hier vorzuzeigen. Wie rede ich? Genau, Lumi Protect and Repairing Hand Serum. Das habe ich nicht für die Hände, sondern für die Füße verwendet, auch auf der Geschäftsreise. Das war mega für die Füße, super schnell eingezogen und samtweich habe ich hier drauf geschrieben.
Dann habe ich eine Stückseife leer gemacht. Das ist von The Body Shop Glazed Apple Soap. Die habe ich verwendet sowohl für die Hände zum Waschen als auch als Stückseife, um meine Pinsel und meine Schwämme zu reinigen. Und das fand ich richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen. Genau. Werde ich jetzt zukünftig auch weiterführen, dass ich da, ich habe mir extra so einen Seifenspender geholt, einen Seifenspender, so ein Vieh, so eine Seifenschale halt, ne, dass man da ein Stück Seife reinlegen kann, so. Und ja, hat mir echt gut gefallen, wirklich. Werde ich jetzt auch weiterhin drauf umsteigen, also ich werde noch die ein oder andere Flüssigseife verwenden, weil die habe ich einfach da, aber ich möchte langfristig von diesen Flüssigseifen weg und mehr auf diese Stückseife. So, Dresdner Essenz Schönheitsdusche, auch das war mit auf der Geschäftsreise, habe ich jetzt einfach drauf geschrieben, sehr fruchtig. Es ist einfach eine Dusche gewesen, Leute, das ist ein Duschgel. Was willst du da groß sagen? Dann von Veleda verwöhnende Pflegelotion, das ist mit Wildrose. Den Duft fand ich seltsam, ist schnell eingezogen, pflegend und einmal für den kompletten Körper hat dieses kleine Tübchen gereicht. Ja. Merkwürdiger Duft, echt? Was, warum? Ja, irgendwie so medizinisch rosig, ne? Ist echt sehr merkwürdig, da habe ich wohl recht gehabt, ne? Kam auch aus dem Veleda-Adventskalender übrigens. Dann habe ich eine Fußmaske gemacht. Leute, richtig geil. Ich habe keine Ahnung, wo ich die her habe. Ich glaube auch aus einem Tauschpaket. Im Strumpf Fußmaske einfach anziehen und relaxen. Die fand ich toll, weil du die auch einfach nur 15 bis 20 Minuten drauf machen musstest. Also, ganz normal geduscht habe ich mich. Ich habe mich ganz normal geduscht. Dann habe ich mich abgetrocknet, habe mir eben diese Fußmaske übergezogen. Bin dann in meine Schlappen reingegangen. Meine Schlappen, Moment. Das sind meine Schlappen. Die sehen total sauber aus, nicht? Auf jeden Fall bin ich dann da reingegangen mit diesen Strümpfen an den Füßen. Und ansonsten wäre ich wahrscheinlich 5-mal auf die Klappe geflogen, weil ich bin ja so ein Tollpatsch und man schwimmt ja so ein bisschen auch in dieser Maske. Und dann konnte ich mich in diesen 15 bis 20 Minuten komplett fertig machen, konnte quasi meine Haare machen und föhnen und dann mein Gesicht eincremen, meinen Körper eincremen und so. Optimal. Und ja, hat mir echt gut gefallen. Fand ich klasse. Danach hatte ich wirklich schöne, saftige Füße fast schon. Also die waren sehr genährt. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist mit Shea Butter, Aloe Vera und Macadamia-Nussöl. Und ja, hat auf jeden Fall so meine mittlerweile, ja, viel zu trockenen Füße. Ich creme die ja trotzdem ein, ne? Aber hat ein gutes Produkt. Kann ich empfehlen. Was soll ich da gut zu sagen? Wir reden über Füße. Füße sind merkwürdig. Wir wollen nicht so viel über Füße reden. So. Tacabat habe ich auch gemacht. Das ist ein Bubble Body Wash Pad. Das fand ich super witzig. Das ist ja einfach so ein Pad, was man, das ist halt mittlerweile schon so ziemlich trocken, ne? Das ist halt so getränkt mit so einer Flüssigkeit gewesen, hat man rausgenommen, hat man erst die weiße Seite, das riecht so gut, ne? Ist man erst mit der weißen Seite über den Körper gegangen und dann mit der rosanen Seite, die von der Oberfläche her etwas rauer ist, hat mir unfassbar gut gefallen. Fand ich echt toll, aber ich glaube, das ist auch ziemlich teuer. Ich habe keine Ahnung, wo ich das her habe, war auch in der Box irgendwo mit drin. Und ja, es hat halt auch einen schönen Schaum gemacht und es war irgendwie alles sehr, sehr nett. Und das porentiefe Reinigung, samtweiches Hautgefühl, intensive Feuchtigkeitspflege. Bis auf die Feuchtigkeitspflege kann ich wohl zustimmen. Ich finde immer, so nach Peelings oder so fühlt sich die Haut jetzt nicht unbedingt so an, als hätte sie unfassbar viel Feuchtigkeit inne. Jo, ne? Hat mir gut gefallen. Ich muss mir noch einen Schluck trinken. Es ist wirklich sehr trockene Luft hier. Oh. Okay, Cookies habe ich leer gemacht. Die habe ich auch verwendet für mein Klo, tatsächlich. Jo. Warum habe ich die in meiner Box? Keine Ahnung. Eigentlich wollte ich keine Haushaltsprodukte mehr zeigen, jetzt ist es mit drin. Ja. Die mache ich einfach ins Klo rein. Zahnspangenreinigungsviecher habe ich noch von damals. Viel zu viele da, ich weiß gar nicht. Die sind wahrscheinlich schon 5-mal abgelaufen. Genau. Das fand ich richtig toll. Kann ich voll empfehlen. Von Kneipp, Vetiver oder Vetiver? Nein, Vetiver, glaube ich, ne? Und Mandarine. Das ist toll. Das ist so ein Duftvieh. Das habe ich, also quasi so ein Glas. Ja, sieht man das irgendwo? Sowas. Genau. Ne? Steht bei uns im großen Kinderzimmer, was irgendwann mal mein YouTube-Zimmer werden soll. Genau. Richtig, richtig, richtig toller Duft. Erst als ich dieses Zimmer da, ne, ich hatte letztens mein, ich muss irgendwas machen, gedünsten, habe ich komplett ausgemistet, sau viele Sachen weggeschmissen, aufgeräumt, Sachen dorthin gebracht, wo sie hingehören, nämlich nicht ins große Kinderzimmer, sondern irgendwo in den Keller oder in die Werkstatt oder hier ins Zimmer und so. Da war so viel Kram drin, Leute. Unfassbar. Und dann
bin ich aus dem Raum raus und habe dann andere Sachen gemacht, bin dann wieder in den Raum rein und dachte mir, boah, irgendwas stinkt hier. Keine Ahnung, irgendwie roch das so muffig, ich weiß es nicht. Und dann habe ich dieses Ding aufgestellt und jetzt riecht es dort wundervoll. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, es liegt an dem einen Teppich, der da noch drin liegt. Ich glaube, den muss ich auch mal demnächst entsorgen. Aber das hier kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es hat eine angenehme, aber trotzdem intensive Duftnote, muss ich sagen. Ja. Schöner Duft. Kriegst du keine Kopfschmerzen von. Hat mir gut gefallen. Gefällt mir immer noch. Riecht nämlich immer noch doch. Hansaplast. Be happy. Ja, da habe ich Pflaster leer gemacht, weil ich ab und an mal meine Finger knibbeln. Ne, das ist böse. Da muss dann mal ein Pflaster drüber. Oder man schneidet sich, da muss dann ein Pflaster drüber. Oder. Und ich finde, bunte Pflaster machen das Leben auch irgendwie ein bisschen schöner. Dann habe ich hier leer gemacht diese Kosmetiktücherbox. Das ist eine aus Recyclingpapier und Recycling außen drum zu. Diese Viecher hier verwende ich als Postkarte. Das kann man hier auf diesen Seiten leider nicht machen. Du kannst leider von dieser Seite, also von diesem Vieh, immer nur zwei Seiten verwenden als Postkarte. Aber ich nehme immer die recycelten, finde ich einfach nachhaltiger. Und ja, sind genauso gut, ne? Etwas, was ich halt immer brauche und immer wieder nachkaufe, ist von Yesa diese Slip-Einlagen. Das sind die flexiblen, luftdurchlässig, ohne Folie. Ich mag die einfach gerne. Ja, habe ich immer mal wieder in Massen bei mir zu Hause und verwende ich halt auch, weil ich sie brauche. Ich kann einfach nicht ohne. So, hier habe ich schon wieder ein Haushaltsprodukt. Das habe ich wahrscheinlich auch aus Versehen nur reingemacht. Denkt mit, Summer Happiness. Genau, das sind so Duftviecher. Ich persönlich habe jetzt ja diese Waschkugeln und brauche die Vorräte auf, die wir nun mal haben. Ja, da habe ich eine Zeit lang immer diese Dinger hier gekauft und da steht einfach noch ein bisschen was bei mir unten im Keller. Und das ist jetzt eins der letzten, was so noch da ist. Ich glaube, zwei habe ich noch und dann sind die auch leer. Genau, ja. Aber ich finde die eigentlich ganz gut, weil das riecht so toll. Ne? Ja, und jetzt mache ich das halt, dass ich diesen Waschball nehme, den ich dir auch unten natürlich in der Infobox verlinken kann. Und der kommt dann in die Waschmaschine und dann mache ich da immer ein paar Tropfen ätherische Öle rein. Ja, finde ich immer toll. Dann riecht das wenigstens ein bisschen nach was, ne? Auch wenn man da aufpassen muss. Darfst du nicht zu viel reinmachen. Ich mache da immer nur so 5 Tropfen rein. Also von daher, ne, läuft. Sauberkugel mit meinem Taschenreiniger. Kommt aus der Foxy-Box. Ja, ich habe eine relativ kleine Handtasche. Da macht er nicht so viel. Ich glaube, wenn ich jetzt eine große Tasche hätte, würde er viel mehr machen. Aber irgendwie hat er bei meiner Tasche keinen Effekt. Also von daher nicht unbedingt sinnvoll, finde ich. Keine Ahnung. Dann habe ich hier von Isana die Nagellackentferner-Viecher, wo du die Finger so reinmachen kannst. Die finde ich toll. Habe ich mir nachgekauft, weil das hier ist jetzt leer bzw. voll. Also ich habe das immer wieder mit Nagellackentferner nachgefüllt. Aber mittlerweile ist es zum einen so, dass es sich zu stark verfärbt hat. Also wenn ich da jetzt mit dem Finger reingehe, dann wird mein Finger so rot glitzer quasi. Das ist halt das, was ich hauptsächlich verwende. Und dieses Loch, was da drin ist, ist mittlerweile zu groß. Ne? Das heißt, da wird nicht mehr ordentlich der Nagellack abgenommen. Als ich letztens das neue Ding aufgemacht und verwendet habe, habe ich einmal so, wow, es funktioniert wieder. Das war bei dem hier nicht gegeben. Ich habe das zeitweise sogar ausgewaschen. Also, ne, unfassbar. So, dann habe ich hier noch etwas verwendet und zwar die Yes to Clear Skin Detoxifying Charcoal Facial Wipes. Die habe ich nicht fürs Gesicht verwendet, sondern um Swatches zu entfernen. Das habe ich vor allem gebraucht für, als ich die ganzen Lippenstift-Swatches gemacht habe, Leute. Da musste ich das auch irgendwie runterkriegen und mit sowas habe ich es runtergekriegt. Und ja, also im Prinzip brauche ich sowas nicht. Ich brauche sowas auch nicht auf. Ich kaufe mir sowas auch nicht. Das war jetzt im Adventskalender mit drin. Aber wenn ich es da habe, verwende ich es. Ja, dekorative Kosmetik ist jetzt das Letzte. Da habe ich einmal hier von Rodial aussortiert, die Glamour Lash Mascara XXL. Die habe ich auch in einem Video mit euch zusammen getestet, beziehungsweise wollte ich. Die war vollkommen neu, noch eingeschweißt und alles, habe sie dann aufgemacht. Und this is what happened. Die ist einfach vollkommen eingetrocknet. Ich habe keine Ahnung. Voll schade. Naja, so ist das Leben eben. Aber die kommt jetzt weg. Die kommt nicht zu meinem dekorative Kosmetik aufgebraucht Gedöns 2020, sondern sie ist aussortiert. Dieses Produkt Face Zero wollte ich mögen. Das ist ein Metal Foil Eyeshadow. Ich wollte ihn wirklich mögen. Ich fand den Swatch auch wundervoll. Hab's dann aber auf die Augen gemacht und fand's furchtbar. Ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Also auch wieder hier als Swatch. Richtig geil, also das sieht hammermäßig aus, sehr metallisch, sehr aufregend, aber Leute, auf dem Auge niemals, es creased wie Sau. Ja, dadurch, dass ich ja auch im Homeoffice arbeiten darf,
würde lieber in die Firma gehen, Leute, ernsthaft, habe ich das dann auch mal verwendet und zu Hause halt auch getestet, weil ich sowas ungern in der Firma teste, weil ich einfach Angst habe, dass da mein Gesicht verrutscht. Ne? Und zu Hause kann ich das ja noch irgendwie kontrollieren. Auf jeden Fall habe ich das verwendet und es ist mir übelst gecreased, also in die Falte hier oben rein. Es war total bröckelig und das schon total schnell. Ich habe es morgens drauf gemacht und mittags sah es schon furchtbar aus. Ne? Keine Ahnung, nicht mein Fall. Ich weiß nicht warum, aber ich habe hier 3 Mascaren, die ich leer gemacht habe. Why? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich so lange gesammelt habe. Bei der hier war das, dass die, glaube ich, schon leer mehr oder weniger bei mir ankam. Ich habe die nicht häufig verwendet, aber die war echt furztrocken. Wet n Wild Max Fanatic Cat Eye Mascara. Das ist diese hier. Jo. Was war damit? Ich glaube, die war zu trocken. Weiß ich nicht. Die beiden habe ich aber safe über einen längeren Zeitraum verwendet und leer gemacht. Das ist einmal von L'Oreal die Mega Volume Miss Manga Mascara. Das ist diese hier. Ich merke jetzt einfach, dass ich viel, viel mehr aufbrauchen muss und weniger nachkaufen muss. Aber das ist nicht so einfach, wenn man Beauty-YouTuber ist und Sachen ausprobieren will. Die fand ich übrigens richtig, richtig gut. Die fand ich klasse. Die hat eine sehr, sehr flexible Bürste hier vorne dran, die so kegelförmig ist, kann ich mega empfehlen. Die hat einen super, 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 super Augenaufschlag gemacht. Die fand ich richtig, richtig schön. Wie oft habe ich jetzt Worte wiederholt? Ist auf jeden Fall eine fette Empfehlung. Auch aufgebraucht habe ich die Mega Volume Miss Baby Roll Mascara. Auch die fand ich cool. Die war sehr extravagant, weil die auch so in sich geswirlt ist. Ja. Ist aber jetzt leer. Ich glaube, die hatte ich sogar mal in einem Trash-Paket. Das heißt, die habe ich nicht komplett alleine aufgebraucht. Da hat mir jemand geholfen. Die ist ja einfach nur ne, Gummibürstchen geswirlt und irgendwie schon so ein kompletter Kontrast zu der Miss Manga. Aber auch auf ihre Art und Weise sehr, sehr gut. So, dann habe ich einen Augenbrauenstift leer gemacht. Fand ich schade. Der Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ash stand von Catrice. Ja, der ist hier einfach vorne irgendwann rausgefallen und ja, ist einfach klasse, ne? Hat hinten diesen Spoolie, ist vorne dann zum Anspitzen so ein Stift. Ach Mensch, ja, ich traue ihm etwas nach, aber ich meine, er wird jetzt nicht so super schnell aus dem Sortiment genommen werden oder so. Das heißt, irgendwann werde ich mir nachkaufen können, wenn meine kompletten Augenbrauenprodukte aufgebraucht sind. Never. Okay, ja, aber es ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich nachkaufen würde. Dann habe ich noch ein Fixing Spray leer gemacht, was ich aber nicht als Fixing Spray verwendet habe, sondern um meine Sponges anzufeuchten. Von Manhattan das Insta Prime and Set Spray. Das hat mir als Fixing Spray nicht ausreichend gefallen, also da habe ich einfach bessere. Ja, aber als Sponges anfeuchten war es super. Dann habe ich mein Benefit 24 Hours Brow Setter einmal leer gemacht. Richtig geiles Produkt, habe ich auch noch richtig viele Backups von. Habe ich jetzt auch heute drauf und der tackert dir die Augenbrauen fest, als gäbe es kein Morgen mehr. Mega gutes Zeug. Also das beste Augenbrauengel, was ich je getestet habe, weil es auch einfach richtig trocknet. Ne? Und das hält auch alles. Und da fliegt kein Härchen mehr sonst wohin oder sonst irgendwie. Es ist einfach, es bleibt wie es ist. Ja, kann positiv sein, kann aber auch negativ sein. Dann habe ich hier ein Parfüm leer gemacht. Das ist David of Cool Water Woman. Das ist so eine kleine Probe gewesen. Das fand ich vom Duft sehr, sehr angenehm. Sehr dezent, sehr leicht, sehr... Ach ja, es ist Frühling. So ein Duft ist das. Fand ich gut. Dann habe ich leer gemacht von Manakada Step 3. Mein Perfect HD Perfecting Powder. Richtig toll. Ja, ich habe da auch noch einige Backups von, ne? Es ist einfach toll. Ja, es ist leer. Jetzt gerade habe ich noch ein anderes in Anwendung, aber ja, ich werde es immer mal wieder verwenden, weil ich das einfach gerne mag. Es ist so ein richtig perfektionierendes Puder. Dann habe ich ein Wimpernserum leer gemacht von Nutralash Eyelash Formula. Das ist dieses hier. Fand ich nicht so gut. Ich fand vielmehr, dass als ich das in der Zeit, wo ich das verwendet habe, sind meine Wimpern eher schlechter geworden. Also sie sind kürzer geworden, sie sind eher ausgefallen und ja, als hätte es halt keine Wirkung, ne? Als würde ich kein Wimpernserum mehr verwenden. Deswegen kann ich das leider nicht empfehlen. Da habe ich jetzt aktuell das von Je Lore wieder in Anwendung und so langsam werden meine Wimpern wieder. Das braucht ja auch immer eine gewisse Zeit. Also ja, das war leider ein Flop, auch wenn die Verpackung wunderschön aussieht. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare rein, wie viel Grad es gerade bei dir zu Hause so sind. Ja,
Ansonsten war es das. Das war mein Aufgebraucht-Video. Es ist mal wieder ziemlich lang geworden. Aber hey, es ist ja auch wieder viel aufgebraucht worden, Leute. Ich mache fleißig weiter, ich teste weiter für euch und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!